Welche Rente soll ich beantragen, wenn für den Rentenbeginn mehrere Altersrenten zur Auswahl stehen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Eine Frage, die wir im Rahmen einer Beratung beantwortet haben. Ich erreiche am 1. Oktober 2022 mein Lebensalter für die Altersrente mit 45 Jahren Wartezeit. Ich bin aber auch schwerbehindert und könnte auch am gleichen Tag, am 1.10.22, ebenfalls die Altersrente für schwerbehinderte Menschen dann auch abschlagsfrei in Anspruch nehmen. Welche der beiden Altersrenten soll ich nun beantragen? Ich bin mir nicht sicher. Sicher weiß ich nur, dass ich die 35 Jahre Wartezeit für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen erreicht habe. Wir konnten nach Einsicht in die Rentenunterlagen für unseren Kunden schon relativ schnell bestätigen, dass er die 45 Jahre Wartezeit und auch die 35 Jahre Wartezeit für seine Altersrenten erreicht hat, die er zum 1.10.22 bekommen kann. Im Grundsatz raten wir in solchen Fällen, setzen Sie das Kreuz beim Rentenantragsformular R100 ruhig auf beide Altersrenten. Und Sie sehen hier den R100, den wir schon mal ein bisschen vorbereitet haben. Ja, das ist die erste Seite und da können Sie wirklich für die Altersrente für langjährig Versicherte hier ein Kreuz setzen und auch dann für die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Warum ist das kein Problem? Das ist deshalb kein Problem, weil die Deutsche Rentenversicherung für Sie die beiden Altersrenten abprüfen muss. Das heißt, sie muss prüfen, liegen die Anspruchsvoraussetzungen für die Altersrenten vor und sie muss dann alternativ entscheiden. Das ist der sogenannte Meistbegünstigungsgrundsatz. Das heißt also, die Deutsche Rentenversicherung sucht für Sie die bestmögliche Altersrente heraus. Und wenn alle beide Altersrentenarten zum 1.10.22 vorliegen, wird die Deutsche Rentenversicherung aber Ihnen nur eine davon bewilligen. Und das wird die Altersrente für schwerbehinderte Menschen sein. Die hier. Ja? Genau die wird die Deutsche Rentenversicherung bewilligen. Und zwar aus folgendem Grund. Die Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist nach § 89 Absatz 1 Satz 2 Sozialgesetzbuch Nr. 6 die ranghöhere Rente vor der Altersrente für besonders langjährig Versicherte. So steht es im Gesetz geschrieben. Im Grundsatz müssen Sie sich aber keine Sorgen machen. Die Deutsche Rentenversicherung berechnet Ihnen die Rente mit allen vorliegenden rentenrechtlichen Zeiten, egal ob Sie nun die Altersrente für besonders langjährig Versicherte in Anspruch nehmen wollen oder die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Wenn aber sich zufälligerweise ergeben sollte, dass nicht die Altersrente für schwerbehinderte Menschen gleich hoch ist wie die Altersrente für besonders langjährig Versicherte, sondern diese hier dann höher sein sollte, dann wird die Deutsche Rentenversicherung natürlich diese Rente hier bewilligen zum 1.10.22. Das ergibt sich auch aus dem Gesetz, denn die Deutsche Rentenversicherung ist verpflichtet, Ihnen die höhere Rente von beiden dann auch tatsächlich zu bewilligen. Wenn Sie da Zweifel haben sollten, beantragen Sie doch einfach mehrere Altersrenten oder lassen sich durch einen Rentenberater von Rentenbescheid24 zu diesem Thema beraten. Gerne stellen wir auch den Rentenantrag für Sie und helfen Ihnen, sorgenfrei in Ihre Altersrente zu kommen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.